Dropshipping als Geschäftsmodell. Ja, auch für viele immer natürlich noch ein spannendes Thema, wenn man Dropshipping zum Beispiel auf Amazon und ähnlichen Plattformen nutzt. Jetzt ist es durchaus so, dass immer die Frage kommt, naja, wie ist eigentlich Dropshipping richtig zu versteuern und vor allem auch, was muss ich eigentlich dazu wissen? Welche Freibeträge gibt es? Welche Sonderfälle gibt es? Und vor allem auch, welche Fallstricke gibt es dabei? Das erfährst du in diesem Video und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und Dropshipping war mal vor ein paar Jahren ein richtiger Hype. Wir merken es zum Beispiel bei uns bei den Beratungsanfragen, dass es langsam wieder nach oben geht und vor allem, dass dieser Hype, der damals war, erstmal abgeflacht ist, jetzt aber langsam wieder am Kommen ist. Und ganz klar ist hier schon auch, dass man sagt, naja, wie ist eigentlich die steuerliche Situation in diesem Bereich? Ganz klar ist es hier, die Dropshipping-Einkünfte sind im Bereich der Einkommensteuer erst einmal steuerpflichtig. Das heißt, unabhängig davon, wie viel du hast, ist erstmal alles steuerpflichtig. So kann man es ganz klar sagen. Es gibt hier zwar natürlich Freibeträge und zwar den Grundfreibetrag. Der, ganz wichtig bitte, greift aber für alle deine Einkünfte. Bedeutet an dieser Stelle, wenn du Arbeitnehmer bist und schon ein Einkommen hast, dann wirst du wahrscheinlich im Normalfall diesen Grundfreibetrag schon überschritten haben. Der Freibetrag im Jahr 2023 beträgt 10.908 Euro, im Jahr 2024 11.604 Euro. Das heißt, wenn du mit deinen gesamten Einkünften, hier zum Beispiel reines Dropshipping, du bist voll selbstständig, hier Dropshipping unter den 11.604 im Jahr 2024 bist, zahlst du keine Steuern. Wenn du aber mit all deinen Einkünften Angestellter plus im Großen und Ganzen Selbstständigkeit oder nur Selbstständigkeit hier über die 11.604 Euro kommst, zahlst du Steuern. Wichtig auch bitte, das ist der Gewinn, also Umsatz abzüglich Kosten, Betriebsausgaben, ist der Gewinn oder Verlust. Und wenn der Gewinn hier unter oder über, unter 11.604 Euro ist, keine Steuern, über 11.604 Euro, dann zahlst du Steuern. Ganz wichtig auch, wenn du hier im Dropshipping-Bereich unterwegs bist, dann brauchst du ja ein Gewerbe und bist dementsprechend Gewerbetreibender. Das heißt, du bist aber auch in der Folge dann natürlich Einkommensteuererklärungspflichtig. Bedeutet, du musst auch hier eine Steuererklärung abgeben. Und nicht nur die Einkommensteuer mit der Einnahmenüberschussrechnung ist hier relevant, sondern zum Beispiel auch die Umsatzsteuer. Und zwar mit Blick auf die Umsatzsteuer gibt es eben die große Frage, naja, wähle ich jetzt die Regelbesteuerung oder die Kleinunternehmerregelung? Ganz klare Ansage dazu. Ich empfehle hier im Online-Business immer die Regelbesteuerung zu wählen und Finger weg von der Kleinunternehmerregelung. Ganz kurz ein Exkurs, Kleinunternehmerregelung, wenn du bis zu 22.000 Euro Umsatz machst, kannst du hier natürlich im Jahr 2024 sagen, hey, ich möchte keine Umsatzsteuer einbehalten und abführen, sondern möchte hier im Großen und Ganzen das hier im Grunde, ja, sag ich mal, brutto, netto gleich verdienen, habe aber auch dann keinen Vorsteuerabzug bei Einkäufen und habe natürlich keine Meldeverfahren. Ist hier natürlich im Privatbereich relativ interessant, für aber natürlich B2B-Umsätze meistens eher peinlich. Und vor allem, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt hier voll im Dropshipping Geld verdienen, auch da gibt es ja durchaus die ein oder anderen lustigen Coaches, die einem erklären, naja, hier, ich mache jetzt im Großen und Ganzen hier auf Big Business und bin im Dropshipping-Coaching-Bereich unterwegs, schreiben dir aber dann eine Rechnung mit der Kleinunternehmerregelung. Was bedeutet, das kann eher peinlich kommen, denn dann weiß derjenige, du machst weniger als 22.000 Euro Umsatz. Deswegen, Regelbesteuerung ist hier immer das Beste. Du hast natürlich dann die Umsatzsteuervoranmeldungspflicht hier monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Du bist bereits Influencer oder stehst gerade in den Startlöchern? Dann ist mein Buch Influencer Steuern tinderleicht meistern ein Must-Have für dich. Lerne alle wichtigen Aspekte von der Gründung über die richtige Kalkulation bis hin zu einer jede Menge Steuertipps. Jetzt kaufen auf steuermitkopf.de. Dementsprechend aber auch Umsatzsteuer einbehalten, abführen und den vollen Vorsteuerabzug. Was natürlich durchaus spannend ist, das heißt vor allem bei den Startkosten am Anfang kannst du hier relativ viel Geld am Anfang erstatten lassen, was dann am Ende natürlich hier wirklich wieder liquiditätsmäßig seinen Vorteil mitbringt. Was du auch nicht vergessen darfst, ist natürlich hier die Umsatzsteuer-ID, die sollte auf jeden Fall immer beantragt werden, wenn du irgendwas mit online machst. Also wenn du, sag ich mal, seit hier Obst am Stand um die Ecke verkaufst oder ähnliches, ganz klar brauchst du keine Umsatzsteuer-ID. Aber sobald du irgendwas online machst, auch bloß eine Homepage, eine, was weiß ich, eine E-Mail-Adresse oder sonstiges hast, wirst du zwangsläufig hier eine Umsatzsteuer-ID angeben müssen. Denn viele gute Softwareanbieter sind meistens im Ausland und zahlst du hier ein bisschen weniger, weil du dir im Grunde hier brutto, die Nettoauszahlung bzw. Nettozahlung tätigen musst aufgrund des sogenannten Reverse-Charge-Verfahrens. Mit Blick auf Umsätze im Ausland ist es auch so, dass man ganz klar sagen kann, hey, was gibt es da zu beachten? Denn sowieso, Deutschland ist zwar ein schöner Markt, aber ich möchte vielleicht nach Österreich, Spanien, Portugal,
oder irgendwo anders in Tätigkeiten oder Shopverkäufe haben. Ganz wichtig, innerhalb der EU gilt hier das One-Stop-Shop-Verfahren, früher Lieferschwellen. Jetzt gibt es eine europaeinheitliche 10.000-Euro-Grenze, ab der eine Meldung und Registrierung im Ausland notwendig ist. Registrierung im Ausland nicht mehr in dem Umfang notwendig wie früher, das heißt nicht in jedem einzelnen 27 Mitgliedstaaten, mit so jetzt 26, sondern hier ist es nur noch notwendig, dass du dich beim BZST hier in Deutschland registrierst und damit natürlich dann hergesehen hast, hey, ich registriere mich hier im Ausland beim BZST und habe damit meine Tätigkeit erfüllt. Wichtig auch bitte bei Verzollung und Einfuhrumsatzsteuer aufpassen, wenn du etwas aus dem Drittland holst. Das ist natürlich gerade bei chinesischen Waren dann der Fall, dass das sauber verzollt wird. Die Buchführung muss natürlich auch sauber und ordentlich erfolgen, das heißt, hier empfiehlt es sich meistens, Tools zu nutzen wie LexOffice. Empfehlungslink findest du übrigens unten in der Infobox, wenn du uns supporten willst. Und dann natürlich auch die Aufbewahrungspflichten. Das wird zum Beispiel Tools wie LexOffice dann ohne Problem möglich, weil du dort alle Belege und Rechnungen sauber natürlich archivieren kannst. Und dann entsprechend das Ganze aktuell noch 10 Jahre. Es wurde ja reduziert auf 8 Jahre, sprich hier geringere Aufbewahrungspflichten. Grundsätzlich auch, als Dropshipper haftest du für deine Umsatzsteuern und Steuern selbstständig. Das heißt, du bist hier vollständig dafür verantwortlich, wie es mit der steuerlichen Situation aussieht. Hol dir einen Steuerberater. Wenn du auch da Unterstützung brauchst, gerne an uns wenden. Da können wir dich supporten. Und ansonsten gibt es natürlich noch die Sonderfälle Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer. Gewerbesteuer fällt ja auch immer beim Dropshipping an, weil es gewerblich tätig ist. Und wenn du das Ganze in der GmbH machst, dann auch ganz klar hier die Körperschaftssteuer. 15% plus Soli plus die eventuelle Gewerbesteuer und schon bist du hier mit knapp 30% auch dabei. Ansonsten, wie gesagt, einkommensteuerliche MED 0 bis 45%. Du hast weitere Fragen? Wende dich direkt an uns. Wir sind deine Spezialisten fürs Online-Business. Ach übrigens, auf steuermikow.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1:1-Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.